ich scheiße jetzt mal auf das Tutorial und mache mal einfach massiven Schaden. Finde ich gut. Erledige beide nicht ganz. Denn sie hat noch ungefähr so ein Fünftel ihrer Energie. Oh, zu früh, scheiße. Und da raffte es auch sie dahin. Und so nimmt auch diese Geschichte ein tragisches Ende. Für den Geist. Da hat jemand Secret of Mana zitiert. Oder sehr oft den Todesbildschirm gesehen. Ja, schönes Wetter da draußen. Ja. Da kommen mir so Nee, dieses Mal nicht, mein Freund. Da kommen mir so Erinnerungen, dass du das, glaube ich, mal mit Sabi gespielt hast, ne? Ja, habe ich. Ja. Ja, da kommen mir auch so Erinnerungen an andere Spiele, die du mal mit Sabi gespielt hast. Ja, ich habe viele Dinge mit Sabi gespielt, ja. Zum Beispiel, Und da kommen mir so Erinnerungen, dass ich jetzt mal schön den Finger in die Wunde gelegt habe. Ich habe zum Beispiel Mega Man mit ihr gespielt. Ja. Oder so ein anderes Projekt, wo ihr einfach dann nach ein paar Folgen dahinter geschrieben habt, abgebrochen. Ach so, ja, das war irgend so ein komisches Minigame. Ja. So. Immer gut hereinzugehen, um Gegenstände abzustauben. Und Geisterhände. Nee, die will ich nicht abstauben, die will ich mich nur nicht packen lassen. Ach so, okay. Was will der Pfeil von mir? Ach, da. Sieht aus wie Film. Er will dich zu einem Item geleiten. Es ist ein netter weißer Pfeil. Filmtyp 14. Greatartig. Mein Lieblingsfilmtyp. Das ist eigentlich der Standardfilmtyp, der nicht begrenzt ist. Korrekt. Ja, den benutze deswegen ich aber auch ich ihn so gern. Die Pistolenmunition unter den Filmen. Die Polizeipatronen. Ja, genau, die Polizeipatronen. Für nur $10. Zum Schreien der Vergänglichkeit. Ja, gehen wir mal dahin. Ich dachte jetzt, sie sagt zum Schreien. Zum Schreien der Verlänglichkeit, genau. Großartig. Ihr merkt, liebe Leute, wir sind heute sprachlich wieder super unterwegs. Ja. Wir haben extra einen Rhetorikkurs vorher belegt. Ja, absolut. Nur für diese Aufnahme. Den hatte ich auch absolut nötig. Und ich habe tatsächlich gestern erst nochmal wieder in die Resident Evil 2 Folge von uns reingeschaut. Oh, schön. Ja, hab mir da... Ach, das ist Juri. Stimmt. Ach Mensch, cool. Ich dachte gerade, da geht Samus lang. Und das tat sie auch. Da kann ich natürlich nichts anderes tun, als hier hinterher zu gehen. Ja, nee, das war klar. Na hoch. Ach nö, nicht er. Er ist nicht so cool. Oh, ich glaube, ich erinnere mich. Er gibt einen oftmals nicht so viele Chancen, da mal was Tödliches zu tun. Ja, er weiß schon, wer sein Gegner ist. Keule haut der mal zu, wenn ich das dann recht in Erinnerung habe. Oder will dann ausholen und wartet einen kleinen Moment. Aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Er sollte jetzt nur mal irgendwann mal was machen, das wäre mal cool. Tja, da. Okay, ich habe eigentlich zweimal auf die Taste drauf gedrückt, aber irgendwie hat er zu spät reagiert. Ah, jetzt. Jetzt hat er mich erstochen. Au! Also ich weiß zwar jetzt nicht, warum das nicht geklappt hat, obwohl ich eigentlich da drauf gedrückt habe. Du meinst das, was das Tutorial dir vorhin beibringen wollte? Nee, den Ding ist, ich wollte ihn eigentlich nur einen normalen tödlichen Schuss da machen. Ach so. Es hat rot geblinkt, ich habe auf die Taste drauf gedrückt, aber irgendwie hat er zu spät reagiert. Und das Spiel so, nope! Heute nicht. Heute nicht, mein Freund. Oh, der Akku ist voll geladen.
Schön. Okay, jetzt habe ich mich von ihm verarschen lassen. Ah, komm schon. Mein Gott, du strapazierst doch die Geduld. Ja, vielleicht ist er so Motivations- und Geduldstrainer. Ja, ich glaube auch. Und versucht sich ein paar Kröten nebenbei zu verdienen. Unsichtbarkeitstrick. Ja, was heißt Trick oder so, dass man ihn nicht verwunden kann. Ja, komm, wir können uns ja noch das ganze Jahr über anstarren. Jetzt weiß ich, es macht alles einen Sinn. Ihr macht einen Star-Contest. Stare-Down. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist das Heilobjektiv. Ach Mensch, Junge. Hey, jetzt tu doch mal was. Muss ich jetzt noch zum Kuscheln rankommen oder wie? Klar. Hier, noch näher geht nicht. So. Ich hab doch gedrückt. Was will das Spiel denn von mir eigentlich? Das war ein, keine das war ein Ahnung. Sauberer Treffer. Ich glaube, ich spinne. Was habe ich da eigentlich jetzt für ein dummes Objektiv hier drin? Heilungsobjektiv. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Ich verstehe es auch nicht. Warum sie da diesen Schuss nicht ausführt. Warum da auf einmal diese gelben Markierungen sind. Verstehe ich auch nicht. Ich halte die Taste eigentlich nicht gedrückt. Ich probiere es jetzt mal. So. Das war jetzt mal dieser Zeitlupenschuss. Ah, okay. So, jetzt habe ich nur noch keine Geisterenergie mehr und dann kann ich auch schön ihm hier mal den Tag versüßen. Geil. Mit einer 6er-Kombo. Oh, das macht ihn nur sauer. Sag bloß. Komm, friss den nochmal. Das war's jetzt auch für ihn. Nee, noch. Doch noch nicht. Ach, er hängt da im Baum. Ach so, da. Chillt. Ja. So ein widerspenstiger Penner. Ein Wiedergespenst. Vielleicht machen die Zeitlupenschüsse aggressiv. Vielleicht. Ich glaube sogar. Vielleicht hat dir das Spiel das genau deswegen beibringen wollen. Es gehört alles zum Konzept. So. Also das war doch wieder ein sauberer Treffer, aber... Und das Spiel denkt sich, nope. Was soll diese Scheiße denn? So. Hä? Warum macht er keine tödlichen Schüsse mehr? So, jetzt hat's mal geklappt. Toll. Jetzt ist er auch im Arsch. Bravo. Halt. Au. Der noch? Ach nee, der verbrennt sich gerade und ich bin genau reingelaufen.
Girl. Meine Kinder, ey. Bist du da nicht schon mal drauf reingefallen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Ja, egal. Back to business. Ja, das kann ich mir eigentlich irgendwie Punkte um was aufwerten. Oh, wir haben so richtig viele Punkte. Ja, sehr gut. Dann sollten wir mal so ein paar Objektive aufwerten, würde ich mal sagen. So, zum Beispiel das Heilobjektiv. Sehr gut. Trägheitsobjektiv, Blindheitsobjektiv, Belohnungsobjektiv. Ja, die restlichen Punkte behalte ich mal über. Ich müsste eigentlich noch mehr in Rens Kamera investieren. Aber hey, da können wir mal. Da haben wir jetzt das Heilungsobjektiv auf maximaler Stärke, das ist doch ganz gut. Das klingt sinnvoll. So, verbotenes Tal. In einem Land vor unserer Zeit. Ja, da war es das große Tal. Ja, da war es das große Tal. Aber da gab es doch auch irgend so eine verbotene Zone, wo die Schafzähne gewohnt haben. Ja, genau, oder die Schafzähne oder die Fleischfresser. So, da steht doch was. Schön geparkt auf dem Stein. Ja, ein heiliges Wasser. Ein Weihwasser. Holy Water. Ich lerne das in diesem Walkthrough nicht mehr, dass das kein heiliges Wasser, sondern ein Weihwasser ist. Ist es nicht dasselbe? Nein. So. Das eine Wasser ist heilig und das andere ist geweiht. Klugscheiß. Lieber Jesus, Mann. Wasser ist halt Wasser, ne? Ja, ja, das stimmt. Nimm's halt aus der Leitung, passt schon. Leitungswasser kann auch Weihwasser sein, meine Fresse. Mother, wait. Miko, Inazaki. Da werden Erinnerungen wach. For the memories of a lifetime. Recall. Miku Hinazaki, Protagonistin des ersten Teils, die damals ihren Bruder gesucht hat. Mein Bruder Chris. Chris! Chris! I don't need anyone. I have Ouroboros. In less than 6 minutes, we reach the optimal altitude for missile deployment, ensuring complete global masturbation. Es wird nicht alt. Es wird nicht alt. Dichtes Verstrüpp. Dichtes Verstrüpp. Gesperrt den Weg. Genau. Hier komme ich nicht weiter. Aber war das wirklich meine Mutter? Sie war hier. Und jetzt ist sie weg. Weg. Und hat eine Notiz hinterlassen. Du bist wieder allein, allein. Ein fetzen Papier liegt auf dem Boden. Hat meine Mutter ihn zurückgelassen? Ich muss gehen, es tut mir so leid, verzeih mir. Beste Notiz ever. Noch nie einen so schönen Abschiedsbrief gelesen. Ich frage mich, was auf diesem Weg zu entdecken ist. Haben wir nicht gerade gesagt, hier geht's nicht weiter? Korrekt. Wie dem auch sei, jetzt muss ich Yuri finden. Scheiß auf meine Mutter, sie weiß vielleicht etwas, das mir helfen könnte. Der von den Laternen beleuchtete Weg endet plötzlich. Ich frage mich, wo er früher wohl hingeführt hat. Ja, so viel zum Thema Fortfahren, ne? Ja. Dort fährt niemand mehr fort. Außer Miku natürlich, offenkundig. Ja. Eltern haften für ihre Kinder. Miku hat sich noch nie von irgendwelchen Wänden beeindrucken lassen. Wie Geister zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, ja. Klar. Ist was faul? In der Nachbarschaft. Wen ruft ihr dann?
Miku Hinasaki. Nein. Oh. Muscle Man, verdammt. Ach so. Wo willst du mich schon wieder hinführen, weißer Pfeil? Ich verstehe deine Richtungsangaben nicht. Überprüfen. Ein großer, wunderschöner Kirschbaum voller Kirschblüten. Er ist umgeben von kleinen Grabsteinen. Hier müssen wohl Menschen begraben liegen. Das ist so üblich auf Friedhöfen. Friedhöfen. Aber was ist mit dem... Das muss sie wahrscheinlich noch lernen, das junge Ding. Ja, sie muss noch viel über das Leben lernen. Auf einem Friedhof. Sehr gut. Auf Friedhöfen kann es ziemlich rau zugehen und da liegt doch was. Dann watschel ich mal geschickt durchs Wasser mit meinem schönen Kleid. Ich wollte gerade sagen, über die Kleiderwahl beim Schwimmen gehen muss ich auch nochmal nachdenken. Schön. Oh yeah, Typ 61. Das Schrottgewehr unter den Filmen. Ohne Gewehr. Polizeipatron. Sind die besten. Ja. Wie so ein einfacher Versprecher, der einen ein Leben lang behaften bleibt. Ja, das wirst du nicht mehr los. Nee. Polizeipatron. Oh, Typ 90 Film. Der Granatwerfer unter dem Film. Oder die Magnum, ja. Bringt Köpfe zum Soßen. Bringt Köpfe dazu, dass sie ihre Tage haben, quasi, ne? Ja. Ui, ich bin vom weißen Pfeilen umzingelt. Tu was, Lex. Pass auf. Sie umzingeln dich. Gleich haben sie dich. Dann lassen sie dich nicht mehr los. Dann schmeißen sie dich mit Items zu. Schlimm sowas. Oh, Kräutermedizin. Den gibt's nur noch im Doppelpack. Kräutermedizin mal 2. Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie kostenlos noch 2 weitere Kräutermedizins dazu. Ding, 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 aber ding. Nur jetzt, in den nächsten 1,5 Minuten. Und wenn Sie jetzt anrufen, dann legen wir dieses hübsche Mädel noch oben drauf. Yeah! Wow! Da kam was angerannt. Da hat noch jemand was oben drauf gelegt. Diese Dreingabe gefällt mir irgendwie nicht so sehr. Oh, das ist so ein Typ mit Rucksack. Ja, und ohne Schwachpunkt. Oder nur kurzzeitig Schwachpunkt. Au, au, au! Der Typ, der mir auf die Nerven geht. Jetzt hat er einen Schwachpunkt. Und er macht komische Rülpslaute. Komischer als du. Hat mir das Spiel einen sauberen, tödlichen Schuss verwehrt. Ja, irgendwie läuft's gerade so nicht. Zeit für Kräutermedizin. Ja, vielleicht sollte ich auch mal ein Heilobjektiv verwenden. Oh, gibt so richtig gut was dazu. Aber genau in dem Moment muss jetzt natürlich mein Foto gerade laden, während der Typ auf mich zugeläuft kommt. Läuft. Zugeläuft.